Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 5. Ja, wie ihr seht, bin ich heute in dem guten Ford Bronco unterwegs. Und ja, das schreit wieder nach Querfeldeinrennen mal wieder. In der letzten Folge, wer sich noch dran erinnern kann, hatten wir wieder ein bisschen Probleme mit unserem Jeep Trailcat. Den hatte ich ja auf die S1-Klasse getuned. Und jetzt habe ich mir den Ford Bronco genommen und habe mir den auf die A-Klasse getuned und habe auch den Trailcat mal auf die A-Klasse getuned und habe gedacht, wir probieren heute einfach mal ein bisschen rum und fangen heute mit dem Bronco an und schauen mal, wie wir das Rennen hier abschließen können, und zwar das Flugplatz-Querfeldeinrennen. Und wenn wir mit dem nicht gut abschließen können, weil ich habe wieder auf die Schwierigkeit überdurchschnittlich gestellt, und wenn wir mit dem nicht gut abschließen können, dann versuchen wir es mit dem Jeep Trailcat und schauen mal, ob wir mit dem besser klarkommen oder mit welchem wir besser klarkommen und ob wir überhaupt ein Rennen in überdurchschnittlich schaffen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann stellen wir die Schwierigkeit einfach wieder auf durchschnittlich zurück und nehmen, denke ich, den Trailcat wieder als Fahrzeug. Aber als erstes wollen wir jetzt erstmal schauen, wie sich der Bronco hier so fährt. Ja, vielleicht war die S1-Klasse für mich auch einfach ein bisschen zu schnell in den Querfeldeinrennen. Ist vielleicht einfacher, wenn wir da nur, was heißt nur, ein A-Klasse-Fahrzeug nehmen. Und ja, wir gehen hier direkt mal rein mit dem Ford Bronco. Wir fahren noch ein paar andere Ford Broncos mit. Und schauen mal, wie wir jetzt abschließen können. Wieder auf überdurchschnittlich habe ich gestellt. Wie schon gesagt. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Oder ob die uns wieder hier komplett davon fahren. Die vorne, die zwei sind wieder richtig weit weg. Oder was ist richtig weit weg? Aber die fahren schon gut weg. Wobei wir jetzt hier gut rankommen können. Ich glaube, das Querfeldeinrennen hier ist eigentlich das erste Querfeldeinrennen, das man auf der Karte angezeigt bekommt. Aber sind wir irgendwie nie gefahren. Deshalb wird es jetzt mal Zeit, das abzuschließen. Und der Mini da vorne, der fährt ganz schön schnell weg. Und wir haben den Checkpoint verpasst, was uns ja bei Querfeldeinrennen, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, öfter passiert. Aber egal, wir können ja zurück, zum Glück zurückspulen. Okay, wir können hier Vollgas durch. Das ist natürlich nicht schlecht. Damit haben wir die erste von drei Runden schon abgeschlossen und sind auf dem ersten Platz. Das ist schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Oh, komm schon. Ja. Doch, doch. Das läuft doch bis jetzt zumindest ganz gut. Die Frage, ob wir das gleiche Rennen dann auch mit dem Jeep Trailcat versuchen oder ob wir ein anderes mit dem Jeep Trailcat fahren und dann mal schauen, ob wir mit dem auch Erster werden, falls wir mit dem hier Erster werden sollten. Was aber bis jetzt noch ganz gut aussieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Fahrzeuge bei den Querfeldeinrennen ab der S1-Klasse dann einfach overpowered werden. Okay, da gehe ich ein bisschen in den Handbremsdrift rein. Sonst hätten wir, glaube ich, den Checkpoint nicht bekommen. Also ich habe das Gefühl, dass sich der Ford Bronco viel direkter fährt irgendwie als der Jeep. Zumindest als der Jeep in der S1-Klasse. Wie sich der Jeep in der A-Klasse fährt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Das bin ich noch nicht Probe gefahren. Aber das machen wir dann einfach im nächsten Rennen. Aber der Ford Bronco, der fährt sich, muss ich ehrlich sagen, echt richtig gut. Wir sind auch gut vorne. Ich hoffe mal, dass die KI hier jetzt bei dem Rennen nicht schlechter ist als bei anderen Rennen. Weil das hier das eigentlich erste Rennen ist, das man vielleicht fahren sollte. Oder zumindest das einem angezeigt wird. Das einem sozusagen die Querfeldeinrennen ein bisschen näher bringt. Beziehungsweise zeigt, dass es die auch gibt, wenn man so will. Gut, aber damit haben wir das Rennen auch schon abgeschlossen. Das ging jetzt ja irgendwie ohne Probleme. Bin ich überrascht. Aber ja, gut. Fühlt sich auch gut an, das Auto auf jeden Fall. Und in 3 Minuten haben wir das geschafft. 1 Minute für eine Runde. Und wir sind hier mit Leichtigkeit vorne. Holy shit, okay. Das ist natürlich krass.
probieren wir, würde ich sagen, jetzt ein anderes Rennen. Uns regnet gerade, auch gut. Neues Kapitel von Die Abenteuer von Horizon abgeschlossen. Ich würde sagen, da investieren wir doch direkt rein. Abenteuer zu planen. Noch bist du nicht in der Ruhmeshalle. Ja, werde zum Stuntdriver in einem Film. Da gehen wir doch drauf, auch wenn wir das jetzt nicht direkt machen werden. Wahrscheinlich wieder ein Showrennen vielleicht? Und der Star Frankie Borman fragte nach dir. Ich glaube zwar, ihr beiden seht euch nicht sonderlich ähnlich, aber Frankie scheint echt deine Hilfe zu brauchen. Okay, ja, als Stuntdriver sollen wir hier jetzt also antreten. Hier oben irgendwo. Und ja, okay, das ist eine neue Story, die wir dann spielen werden. Irgendwann, wenn es soweit ist. Ja, da haben wir auf jeden Fall auch noch einiges zu erledigen bei den Stories. Aber wir gehen jetzt als erstes zu einem anderen Rennen und zwar zu dem hier, würde ich sagen. Und wählen dafür aber den Jeep aus. Aber das können wir gleich machen. Ja, da sind wir. Ich versuch's gar nicht. Ich lasse es einfach direkt. Und zwar, genau, den Jeep, den haben wir auch. Das müsste ja auch der getunte schon sein. Bin ich da richtig? Ja, der wird uns anscheinend vorne schon angezeigt. Auch wenn mir hier die falsche Lackierung angezeigt wird. Hallo, jetzt hängt das Spiel irgendwie ein bisschen. Empfohlen werden mir jetzt plötzlich andere. Okay, ist natürlich auch nicht schlecht. Jeep. Da haben wir doch ein anderes Design eigentlich drauf, oder nicht? Warum haben wir das Design jetzt wieder drauf? Okay, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht. Eigentlich hatten wir doch das Schwarz-Grüne drauf. Komisch. Naja, fahren wir halt einfach mit dem. Ist auch in Ordnung. Und dann starten wir doch auch das Rennen. Schwierigkeit habe ich doch wieder, das ist auch überdurchschnittlich, oder? Ja, habe ich. Okay, perfekt, passt. Rennen, Veranstaltung, starten. Jetzt hoffentlich können wir mit dem auch gut abschließen. In der A-Klasse. Sonst werden wir natürlich wieder auf den Ford Bronco zurückgreifen. Wenn der sich hier nicht gut schlagen wird. Und wir fahren schon wieder am Checkpoint vorbei. Holy shit. Das fängt nicht gut an. Okay, nehmen wir die Autos ein bisschen als Bande. Auch nicht schlecht. Also an Geschwindigkeit haben wir auf jeden Fall nicht so viel. Zumindest im Vergleich zu den anderen hier. Das sind die deutlich besser. Aber wir haben hier einen großen Sprung. Passt. Mittig abgesprungen. Und auch nicht ganz gerade, aber ging trotzdem gut. Vor uns ist auch ein anderer Jeep Trail Cat. Den Checkpoint haben wir zum Glück bekommen. Und dann hoffen wir mal, dass wir den ersten hier noch bekommen können. Aber das sieht gerade ganz gut aus noch. Also wir sind zumindest noch dran, sag mal so. Okay, wir sind vorbei. Wir sind vorbei. Zumindest fürs Erste. Schauen wir jetzt, dass wir vorne bleiben können. Okay, der nächste Checkpoint sehe ich da vorne schon. Perfekt. Aber der kommt ran, auf jeden Fall. Oh shit, okay, da sind wir jetzt eine ganz komische Linie gefahren. Da sind wir wirklich eine ganz komische Linie gefahren. Holy shit. Okay, wir müssen es hier durch, oder wie? Alles klar, dann fahren wir hier mal schön durch. Oh, links lang, nicht rechts. Und ein letzter Sprung. Die sind ganz schön nah hinter mir. Vielleicht sollten wir doch lieber mit dem Ford Bronco fahren. Schwierig. Okay, haben wir es geschafft, perfekt. Vielleicht werde ich dann ohne Aufnahme auch nochmal im Rennen hier fahren. Und schauen, wie die sich so, ob der Ford Bronco sich hier bei dem Rennen zum Beispiel besser verhält. Aber wir sind ja mit 2 Sekunden, oder nicht mal 2, sind wir vorne, deshalb ist es noch in Ordnung auf jeden Fall. Aber das mit der Lackierung stört mich schon irgendwie ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ändern wir die gleich mal schnell.
Und wir haben Wheel Spin, nice. 2000 haben wir bekommen, wow, okay. Natürlich ein bisschen traurig, aber ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell nach Hause. Oder hätten wir das Design so ändern können sogar? Ah, das weiß ich jetzt sogar nicht. Hätte natürlich sein können. Upgrades, Tunings, da haben wir doch jetzt, welches Tuning habe ich denn? Meine Tuning-Einstellung, so. So, die, eins von denen hatte ich davor drauf und jetzt habe ich das hier drauf, genau. Das A, genau, mit in der A-Klasse noch, genau, das passt. Designs und Lackierungen, meine Designs, nee, meine Mustergruppen, nee. Bin ich blind, wo sind die? Müsste doch bei meinen Designs sein eigentlich. Ja, da habe ich ganz schön viele. Ganz schön viele, ganz schön viele. Wie ihr seht, habe ich da Wheelspins gefarmt, die wir schon in einem Video eingelöst haben. Okay, aber die neuen werden jetzt gar nicht angezeigt. Naja, dann müssen wir es wohl so suchen und finden kurz. Genau, das hatte ich. Machen wir das einfach wieder drauf schnell. Dann haben wir das auch erledigt und dann können wir auch schon ins nächste Rennen reingehen. Ja, finde ich immer noch krass, wie viele Wheelspins, wie viel Geld wir bei den Wheelspins bekommen haben. Einfach 30 Millionen. Richtig, richtig krass. Oder knapp 30 Millionen waren, nicht ganz 30 Millionen. Aber trotzdem gut, auf jeden Fall. Gut. Die Rennen haben wir, machen wir hier doch irgendwo weiter. Sollen wir das Rennen fahren? Ja, fahren wir das Rennen. Teleportieren wir uns dahin. Ein Rundenrennen sieht anscheinend wieder so danach aus. Und ich würde sagen, wir bleiben bei dem Jeep mal und versuchen, schauen, ob wir hier vorne bleiben können. Drei Runden. Und wir fahren natürlich mit dem Jeep Trailcat. Und dann hoffen wir mal, dass es klappt. Wenn ich nehme, wie gesagt, wieder den Ford Bronco. Hat sich echt auch gut angefühlt. Und jetzt haben wir auch wieder das gute Design hier drauf. Schön in grün und schwarz. Und wir gehen rein in Ekbalam. Balam, wie auch immer man es ausspricht. Rein hier. Los geht's. Okay, den Wheelspin haben wir schon eingelöst, glaube ich. Gerade eben war das der, denke ich mal. Okay, wir gehen hier mehr driften um die Kurven als irgendwie anders. Hier haben wir anscheinend einen Sprung. Noch können wir mithalten mit den zwei vorne hier. Nicht gegen den Baum fahren, das war aber knapp gerade. Schön gerade springen. Jawohl. Oh, und auf zwei Rädern. So, das haben wir doch schön genommen bis jetzt eigentlich. Sind wir jetzt auch verdient erster erstmal. Müssen wir nur wieder schauen, dass wir hier vorne bleiben. Oh, die Kurve habe ich nicht gut genommen. Oh shit, okay. Den Checkpoint gerade so bekommen. Da wären wir fast wieder am Checkpoint vorbeigefahren. Aber gehört mittlerweile ja irgendwie auch zu den Querfeldeinrennen dazu bei uns. Schaffe ich irgendwie jedes Mal. Aber vielleicht diesmal nicht. Ich weiß nicht. Können ja mal die Daumen drücken. Daumen drücken, will ich natürlich sagen. Oh, nicht drehen. Gas, Gas, gib schon, Gas, komm schon. Und über den ganzen Fluss. Ah, nicht ganz. Wieder auf zwei Rädern. Jawohl. Okay, da sind wir ein bisschen weit gedriftet. Aber wir sind nach vorne. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Diesmal hier die Kurve besser nehmen. Jawohl. Und damit kommen wir auch schon in die letzte Runde. Vielleicht werden wir auch dann einfach immer mal wieder zwischen Ford Bronco und
Jeep abwechseln oder wir fahren einfach nur den Jeep, ich weiß noch nicht so ganz. Aber so wie der sich aktuell schlägt, würde ich den erstmal behalten. Und bei den Querfeldeinrennen weiterfahren. Okay, wieder schön die zwei Reifen hier mitnehmen. Jawohl, gibt sogar auch Punkte dafür. Und damit kommen wir auch schon auf die letzten Kurven zu. Die letzten zwei. Dann haben wir es auch schon geschafft. Richtig gut. Na, nicht die Ecke hier berühren, aber ging noch gut. Und damit sind wir im Ziel. Richtig gut, nice. Hat auch sehr gut geklappt. Perfekt. Nächstes Querfeldeinrennen abgeschlossen. Mit, ja, locker 7 Sekunden Vorsprung. Und ich würde sagen, wir... okay. Ich habe die neuesten Querfeldeinergebnisse bekommen. Auf der ganzen Seite steht nur dein Name. Ja, so muss es doch aber auch sein. So ist es richtig. Wir nehmen mal hier den Sprung noch mit. Auch wenn es wahrscheinlich gar kein Sprung ist, vielleicht, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Fand ich aber gerade cool. Hat mich angelacht. Und wir gehen aber weiter zum nächsten Querfeldeinrennen einfach noch. Das ist doch direkt hier neben. Teleportieren wir uns hin. Und dann fahren wir das in dieser Folge doch auch noch. Tropico. Müssen wir ja 5,8 Kilometer fahren. Natürlich wieder im guten Jeep Trailcat. Auch wenn wieder die falsche Lackierung angezeigt wurde, aber hier ist zumindest zum Glück die richtige. Das ist doch schon mal gut. Und dann geht's auch gleich schon los. Tropico querfällt ein Rennen. Und hier vor uns ist der... das Halo-Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Sieht auf jeden Fall krass aus. Gut, unser Start ist natürlich wieder nicht so gut wie der von den anderen. Hatten wir vorhin bei den Rennen auch schon. Und wir haben einen großen Sprung und springen hier fast auf einen drauf. Und von oben regnet es einen anderen Jeep Trailcat. Oh no, da bin ich zu weit rausgekommen. Aber können wir noch irgendwie retten? Aktuell auf Platz 6 von 12. Aber wir haben ja noch genug Strecke vor uns. Den Checkpoint haben wir natürlich nicht bekommen. Gehen wir nochmal zurück. Und nehmen ihn diesmal hoffentlich besser mit. Jawohl. Hier können wir, denke ich, überall Vollgas durchfahren. Warum wurden wir jetzt ausgebremst? Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Nehmen wir mal schön hier... Oh, nee. Ich wollte die als Bande mitnehmen, aber das war nicht gut. Dann spulen wir nochmal zurück. Oh, Mann. Das Rennen will wieder nicht so gut. Okay, damit sind wir fast schon... okay, wir sind sogar Zweiter gerade aktuell. Und haben hier auch den Ersten. Okay, wir sind wieder... die Steine bremsen uns anscheinend aus. Das hat uns vorhin anscheinend dann wahrscheinlich auch ausgebremst. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Die sollten wir vermeiden. Und die anderen kommen ja auch schon ganz dicht ran an uns. Aber solange wir uns vorne halten können, ist es doch in Ordnung. Auf jeden Fall. Wenn die hier mit uns mitkämpfen. Oder gegen uns kämpfen, sag mal so. Ist es ja eigentlich eher. Dann bleibt es ein bisschen spannend. Und das war echt diesmal richtig knapp. Richtig gut, aber nice. Auch wenn wir zweimal zurückspulen mussten. Aber Hauptsache gewonnen, würde ich sagen.
mit keiner ganzen Sekunde, aber knapp eine Sekunde. Also ja, ist doch gut, würde ich sagen. Hey Marek. Können wir auf jeden Fall so lassen, die Schwierigkeit. Und auf dem Weg Geschichte für die Ruhmeshalle zu schreiben. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Wir haben gar nicht mehr so viele Querfeldeinrennen vor uns, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, doch noch ein paar. Das sind 4, 6, 8, 10. Okay, noch 10 Querfeldeinrennen haben wir doch noch. Okay, also doch noch einiges vor uns. Aber gut, ich hoffe, euch hat es heute wieder Spaß gemacht, das Video. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.